Wann wird bei einem Hinzuverdienst zur Altersrente die Rente eigentlich neu berechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind Altersrentner und Sie gehen arbeiten und stellen sich dann die Frage, naja, jetzt habe ich meinetwegen dieses Jahr 12.000 Euro noch Hinzuverdienst gehabt und wie wirkt sich denn das eigentlich auf die spätere Altersrente auf? Oder besser, wann bekomme ich denn eigentlich daraus die Rentenerhöhung? Und da sagt das Gesetz, müssen wir unterscheiden zwischen zwei Fallkonstellationen. Nämlich, ob Sie weiterarbeiten vor der regulären Rente, also vor der Regelaltersgrenze oder danach. Wenn Sie eine vorgezogene Altersrente beziehen, also vor der Regelaltersrente eine Rente bekommen und weiterarbeiten, dann sagt das Gesetz, dann profitieren Sie grundsätzlich erst dann von einer Rentenerhöhung, wenn die Regelaltersgrenze erreicht ist. Das heißt also, wenn Sie mit 63 Jahren und 8 Kalendermonaten in eine Rente gehen und einen Hinzuverdienst haben, bekommen Sie dann praktisch nicht schon nächstes Jahr dann die Rentenerhöhung oder im folgenden Jahr, sondern erst dann wird die Rentenerhöhung ausgerechnet, wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben. Dann werden die zusätzlichen Rentenpunkte gutgeschrieben und zwar ohne Abschlag und auch ohne Zuschlag auf die Rente. Wenn Sie nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten und dabei auf die Versicherungsfreiheit schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber verzichten, also sprich ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis haben, dann bekommen Sie die zusätzlichen Entgeltpunkte immer zum 1.7. eines jeden Jahres praktisch neu berechnet. Und zwar Grundlage der Berechnung ist das Einkommen des Vorjahres. Zusätzlich, und das ist ganz wichtig für Sie, zusätzlich werden die Rentenpunkte noch mit einem Zuschlag erhöht, der immer für ein ganzes Jahr berechnet wird. Das heißt also, wenn Sie über der Regelaltersgrenze hinaus verdienen und Sie ein Jahr arbeiten, dann bekommen Sie praktisch auf Ihre Rentenpunkte pro Monat 0,05% obendrauf, das heißt also im Jahr 6% Zuschlag. Damit kann es sich wirklich tatsächlich lohnen, wenn jemand nach Erreichen der Regelaltersgrenze noch weiterarbeitet und dann noch zusätzliche Entgeltpunkte bekommt, denn dann bekommt er nämlich hierauf noch einen extra Zuschlag. Und das ist natürlich aus unserer Sicht kein schlechtes Argument, um da weiterzuarbeiten, wer dazu Lust hat. Näheres zu diesem Thema können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.